Hey Leute, ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. Ich habe in der Zeit keine Q-Pop. Warte, ich kann nur ganz kurz noch warten, I guess. Alter, ich muss so dringend auf Toilette gerade. Gib mir Q-Pop jetzt! 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 Warte, ich mache jetzt mal den berühmten Riot Games Bait, okay? Und zwar, ihr steht einfach auf und tut, dass wir auf Toilette gehen, aber dann dreht ihr um und die Q-Pop genau dann. Ich wäre schon längst fertig, natürlich, aber kannst ja nicht wissen, wann es poppt, weißt du? Riot Games, Riot Games. Aha. Gerade aktuell kurios, in der LVP und selbst in der LFL hat Shogat ein Comeback gemacht in Competitive und in den Playoffs in der spanischen und französischen Region, für die, die nicht wissen, was LVP und LFL ist, wurde der Champion des Öfteren gepickt. Klar, einerseits von D'Antoni Joe, der junge Mann, von dem erwarten wir auch Shogat regelmäßig, klar, aber auch von anderen Toplanern, was kurios war. Shogat hat immer ein Lane-dominanter Toplaner, einfach nur aufgrund seiner Passives, einer der stärksten Passives im Game für Landing Phase, aber er ist halt auch eine Sitting Duck, also wenn du ihn gankst, stirbt er halt. Ah, deswegen hat Shogat gepusht, dass sie. Not bad. Sehr bad. Warte, ich mag es immer nicht, kein Grass zu spielen. Ich forfeite immer die Lane damit, basically. Ich kann jetzt theoretisch einfach Triforce gehen und ihn töten, oder? Ich mochte Vayne Sandra spielen, dieses Game. Ja, ich kann mal einen anderen Kamel-Bildpub ausprobieren. Macht er die Topside-Krabbe? Ich glaube nicht, dass er geresettet ist. Ja, die Topside-Krabbe gemacht, sich TP währenddessen Bot, dann kann Topside rauspushen. Die Wave muss er catchen. Und das Gute ist, ich kann in der Zeit TPen, weil ich pushe die Wave rein und Shogat muss die Wave catchen. Er kann also nicht weg TPen, das ist so eine große Wave. Also wir kriegen den Kill für Zed leider, nicht für mich. Das heißt, ich bin jetzt in Farm ein bisschen weit, aber ich kann dir vielleicht sogar sein TP erzwingen. Was halt pretty gigantic wäre, dann haben wir am Game schon mal einen Beitrag geleistet und kriegen sein TP ebenfalls. Und wir scheinen die Wave freezen zu dürfen, also wenn wir sein TP kriegen, das ist halt so huge fürs 1v1. Oder eigentlich nicht fürs 1v1, eigentlich für mein Team, dass ich halt eine TP-Advantage bekomme. Nachdem ich unter TP bin, dafür muss ich nicht wirklich irgendwas traden. So viel Pressure von der Map runter und ich konnte Pressure auf die Map bringen. Love it. Aber basically, das Game wird jetzt aber bis Triforce und One-Shotten wie ihn, oder was ist die Devise mit Conqueror Camille? Und er ist halt null gepressured, der Sugar. Der darf auch jede Wave AFK pushen und moven. Beat ja auch zur Lane und alles. Aber just come gang top lane, guys. It is free. If you want the free kill, just come top lane. I can point click top for free kill. Krass, sag mal, dass Leute noch nie mit Kamel in ihrem Leben gespielt haben. Es wäre legit auch gut für meinen Jungler einfach einen Freekill zu bekommen. Weil ich mein egoistisches Statement oder so von mir ist legit gut für ihn so. Oh. Da finde ich sehr bitter. Am Junge! Ich hab ignited, weil ich Angst hatte vor Shogat Q. Ich hätte aber ulten sollen. Honestly, vielleicht hätte ich sogar einfach igniten sollen und nicht ulten, ja. War richtiger Fair, habe ich jetzt Ult nämlich für den. Ist actually besser gewesen. Ich weiß nicht, dass mich der Herald geslowt hat. I think that's GG. I think that's game over. Ich habe 700 Goldschatten auf die Sinn bekommen. Shogat hat jetzt auch getötet. I think that's game, guys. Nach der Wave habe ich mein Item, dann reset ich einfach und dann ist Triforce da, ist Game Over. Nein, Leona, what are you doing, mate? Ah, da tippe ich nicht hin. Honestly, ich tippe wieder hin. Aber wenn ich früher tippe, habe ich trotzdem kein E ab. Ich habe bei zur Lane zurückgeäht, ne? Shogat farmt schon wieder irgendwas, seit 95 CS macht der Herald? Der hätte keinen Grund zu resetten. Ich bin so in seinem Kopf.
bin so in seinem fucking Kopf drin. Gerade, dass Zed meinem McCall nicht gefolgt ist. Wenn Zed früher gemoved wäre, hätte er nicht nur einen Assist bekommen, er hätte auch einfach den Harry-Pin unterbinden dürfen. Halt, Sugar wird zu Lane zurück TP'en, weil er halt wirklich immer zu Lane TP'et. Ich bin jetzt total zu meinem Team zu TP'et, aber ich hab Triforce, ich nehme trotzdem zwei Plates. Dann haben wir Triforce zerschreddet Türme. Ich habe vielleicht sogar drei Plates einfach, weil ich kein Mill bin. Das ist halt OP an Triforce. Einfach drei Plates weg. Weil das ja die Pässe von Triforce stackt auf Dingens. Mein Game. Carry das auf aktive Weise und ich carry es auch nach in Laning Phase. Aber dann ist er nicht mehr wirklich Laning Phase. Er hat auch irgendwie nebenbei ein paar Minions gelastet, deswegen. Oh, Alter, ich werde hart mit dem blockt. Deswegen konnte ich ihn nicht mit Ignite töten. Er hat Herald, aber den Herald kann ich mir wirklich spawnen. Der will mich gegen die Wand treten. Ich bin dead. Da habe ich ein bisschen gereadet für das Turret-Plating. 700 Gold an die Sinn zu geben, ist nicht gut von mir. Ich brauche wahrscheinlich trotzdem Mercs dieses Game. Das ist dann dort Shogat. Schön, dass sie von Leona. Ich muss die Sinn hier töten. Er ist Level 11. Er ist einfach Level 11 Jungle-Rolle. Macht mich immer wieder fertig. Früher waren Jungler 3 Level behind. Waren in XP behind. Hatten weniger Farm. Mussten euch mit Half-HP ganken. Was in den Jahren mit Jungle passiert ist, das macht mich immer wieder aufs Neue fertig. Sie haben Ignite Exhaust Heal in einem Summoner-Spell. Und vor allem, es ist stärker als Heal. Es ist crazy. Was bei der Jungle-Rolle passiert ist, ich fasse es immer nicht. Oh Mann, Alter. Gerade geaced mit deinem Team. Stop. Enemy Top ist 0-4 und der ist dreimal zu Lane TP'd. Mein Team ist auch komplett mental, wenn ihr den Chat betrachtet. Ich habe nur für mein Team gespielt. Null für mich selbst, by the way. Verlieren Hardcore und dann sind sie noch komplett mental. I hate League of Legends sometimes. Hey, Nulten könnte nicht sein, aber er ist 9-3 und hat noch Gorgon gehabt. Ich habe keine Ignite. Wenn er dann nicht mal einen Shutdown gibt, ist es nicht worth dafür reinzugehen und vielleicht zu sterben. Die hatten irgendwo ein Water und sind deswegen auf mich collapsed. Gott, diese Jungle-Rolle. Was damit passiert ist. Ein bisschen dran schuld ist, ihr seid dran schuld, Twitch-Chat. Ihr seid dran schuld, weil in eurer Elo-Jungle so underpowered ist. Musste Jungle über all die Jahre gebufft werden. Ah, schrecklich. Passt es immer nicht, dass Jungle so eine unbeliebte Rolle ist in Loyalo. Die Rolle ist so OP. Es ist crazy. Das ist die einzige Rolle, wo man nicht Autopilot spielen darf in Loyalo, I guess. Aber auch eigentlich Kompliment an Riot, dass sie das Game so, wie gesagt, balanced gehalten haben über all die Jahre. Für so viele Elo-Regionen und für Pro-Play. Echt keine leichte Aufgabe. Aber da habe ich ja in letzter Zeit echt oft Riot gelobt und auch absolut zu Recht. Das ist das Einzige, was Solo Queue von Competitive unterscheidet. Wirklich die Pick- und Bann-Phase ist. Das ist ein tolles Achievement von Riot Games. Wollte man auch echt nicht kleinreden. Aber dass Jungle-Rolle so OP geworden ist, ist natürlich unfortunate. Und der holt gleich wieder ab. Er hat gerade gesmiled. Okay. Warum sind wir jetzt reingegangen? Aber warum sind wir da reingegangen, Freund? Like, what the fuck, Diana? Wo ist mein Team? Was machen die, Mann? Das ist ein Full-HP Drake. Die sind gerade gesmited. Let's play 1-3-1, please. I lost. Er hat kein Ult ab. Wait, ich hab ja so reingelacht. Ich hab ja so reingelacht, dass er kein Ult. Er hat Wölfe geultet oder so, oder Gromp. Ich hab auch meinen Triforce Proc verkackt, den True Damage Proc auf Cho. Ich hab da so viel missplayed. Okay, der Sonder geht Bots, mit Lane, dann kann ich wieder pushen. Okay, jetzt haben wir einmal kurz noch einen Turn gespielt, wir haben alle getötet. Einfach geaced. Ich hab meinen Teil beigetan, ich hab den Ult für Cho'Gath getötet. Nice, good job von mir. Die können moven, aber wenn die moven, sollten wir sie einfach fighten. Ganz zurück, die Pin Diana, ich hab ein Item. Sie ist geflasht, hat sie noch Sonjas? Ja. Honestly, wir sollten es fighten. Kennst du mehr wie die Sins Q, ne? Hab noch Starks, hab noch Starks. Alles gut, alles gut. Meine Q macht doch nicht mehr Damage als Smite. Mit der Weinshaler würde sie mehr Damage machen als Smite. Ich konnte nicht Q, nicht was sein.
können da niemals Nash forcen. Wir sind nicht wirklich ulten. Ja, go for more, go for more. Warum ist man eh hingeflogen? Okay, go, don't go for more. Okay, go for more, go for more. Echt ein gutes Game von mir. Ich meine, mein E gerade eben war mega bad, aber die Landing Phase mit all den TPs und so, sehr, sehr aktives Game. Noch ein Tipp war ziemlich nice. Kann man sich nicht beklagen, I think. Nice. Wir haben Solo Lanes halt gestompt, ne? Aber ich habe auch 3 TPs auf Botside gemacht. Alle 3 waren nice. Ich hatte alle 3 TPs Lane gemacht, aber es war halt auch so nice, dass wir sowohl Harold als auch Blue Buff unterbinden konnten, weil wir in seinem fucking Kopf drin waren. Als auch die Early Krabbe war ja. Also, er hatte Pryo in Lane und er war auch stärker in Lane, der Joe. Er wendet ja sein Tempo quasi auf oder seine. Eigentlich ist so dumm, ne? Tempo wird für alles benutzt, aber in dem Kontext ist quasi Pryo in Lane, für das er für irgendwas benutzt, aber es ist auch Tempo. Tempo ist ein sehr weich gewaschener Term in League of Legends mittlerweile eigentlich. Kannst ja für alles benutzen, einfach einen wirklichen Zeitvorteil letztendlich. Und ihr wollt halt immer gucken. Also oftmals ist es auch nicht der beste Play, gerade wenn ihr 1v1 unterlegen seid. Und ich bin immer unterlegen in Landing Phase gegen Cho'Gath. Also wenn wir in Lane immer passiver spielen, deswegen ist unser erster Play auch kein Lane-Play, sondern ein globaler Play. Mit dem TP Botlane. Und wenn das nicht möglich ist, dann den River zu TPen, ohne was zu verlieren, dann resettet einfach. Resettet für Shein, resettet für Kai und spielt die Landing Phase ruhig. Wenn ihr Conqueror Camille spielt statt Grass Camille.